CAD Profi verfügt über eine sehr umfangreiche Bibliothek von standardisierten Teilen zur Gestaltung von mechanischen Zeichnungen. Während des Einfügens von Elementen in die Zeichnung kann dynamisch die Länge der Typenreihe gewählt werden. Dank dieser Funktion lässt sich bedeutend schneller das passende Element mit den gewünschten Eigenschaften auswählen. Mit Hilfe des Befehls Quick Edit kann die Länge der bereits in die Zeichnung eingefügten Elemente bequem geändert werden. Mit CAD Profi Mechanical können Ansichten von Schweißnähten eingefügt werden. Die Dimensionen der Schweißnähte werden von Anwender durch Eingabe des Wertes oder Anzeige in der Zeichnung bestimmt. Der Anwender findet im CAD Profi typische Beschriftungen für die Erstellung von Zeichnungen für mechanische Konstruktionen. Diese Beschriftungssymbole entsprechen internationalen und nationalen Normen. Im CAD Profi sind zusätzliche Befehle verfügbar, die das Erstellen technischer Zeichnungen vereinfachen. Beim Einfügen der Kreisachse in viele Kreise erübrigt sich durch Auswahl der Option "Mehrmals einfügen" die Wiederholung des Befehls. Das Programm fügt automatisch die Achse zwischen markierten Linien oder Polylinien ein. Mit dem Stücklistengenerator können unterschiedliche Stücklisten erstellt werden und in die Zeichnung, zum Beispiel als tabellarische Aufstellungen, eingefügt werden. CAD Profi ermöglicht die Erstellung beliebiger Diagramme, Blockschemen, technologischer und Funktionsschemen. CAD Profi Mechanical verfügt über einen Schemen-Editor für hydraulische und pneumatische Systeme. Mit Hilfe des Befehls Quick Edit kann ein beliebiges Symbol schnell kopiert werden. Nach Einfügen des Symbols kann es mit anderen Symbolen oder Linien verbunden werden. Es besteht auch die Möglichkeit des automatischen Einfügens der Verbindungspunkte. Das Programm verfügt über eine Bibliothek von Komponenten für die Konstruktion von Behältern, Wärmetauschern und anderen Apparaten. Alle Elemente können direkt aus der Programmbibliothek in die Zeichnung eingefügt werden.
Der Befehl „Ähnliches Objekt einfügen“ öffnet sofort die entsprechende Kategorie in der Bibliothek. So kann schnell ein anderes, ähnliches Objekt gewählt werden. Eine Besonderheit des Programms ist die Projektierung von Wärmetauschern mit automatischem Anfügen von Rohren an den Korpus. Nach der Verteilung kann die Anzahl der Rohre in einzelnen Sektionen und individuellen Austauschflächen des Wärmetauschers geprüft werden. Die Bibliothek für Stahlprofile ermöglicht das bequeme Anfertigen beliebiger Werkstattzeichnungen oder ganzer Konstruktionszeichnungen. Dank diesem Infoblock kann der Anwender einen speziellen Block in die Zeichnung einfügen, dessen Attribute in die Stücklisten aufgenommen werden, der Block selbst jedoch im Ausdruck nicht erscheint. Weitere Filme finden Sie unter www.cutprofi.com.